Okay, ich finde für dich raus, was die Scoia'tael vorhaben. Aber ob ich Jorvet umbringe, bleibt meine Sache. Was ist das? Oh, eine verschlossene Kiste. Loredo hat bestimmt den Schlüssel um den Hals. Das muss ich mir merken. Gut. Schauen wir mal, was Roche zu der Sache sagt. Roche? Roche? So ging die Welt. Ein Nicht mehr da. Du Scheißer, sprach der Elf so dann. Jetzt krieg ich deine Mutter dran. Juhai, das wird ein Spaß. Soll das etwa ein Lied sein, oder was? Vergiss dein Eisenzeug nicht. Aber ganz sicher nicht. So, was haben wir denn? Mein Schwert wieder anlegen, mein Silberschwert. Und dann nehmen wir noch die Wurfmesser. Dann brauchen wir wieder unsere Falle und die Bombe. Perfekt, wir sind wieder ausgerüstet. Und ich bin glücklich. Na dann mal schauen. Sieh an. Wie steht's denn mit der Gastfreundschaft des Herrn Kommandanten? Leute wie er können uns helfen. Oder in Ketten werfen und stromabwärts schicken. Er sagte mir, dass auf einer Barke Scoia'tael festgehalten werden. Hat er auch gesagt, dass sie dort Kiaran Eb Esnilin, die rechte Hand Jorvets, gefangen halten? Nein. Statten wir ihm einen Besuch ab? Vielleicht weiß er etwas über den Königsmörder. Komm. Ja, dann lauf. Komm, zeig mir, wo ist der Gefangene? Beweg deinen süßen Arsch. Geld oder Leben. Und er? Mal schauen, ob er überhaupt mit uns redet. Wenn nicht, dann müssen wir etwas Gewalt anwenden. Wenn ich Fäuste sprechen lasse, spricht auch sein Mund. Jetzt lasst ihr mich nicht durch. Was wollt ihr hier? Mit dem verwundeten Gefangenen sprechen. Ich darf keinen reinlassen. Ich erfülle einen Auftrag von Kommandant Loredo. Tja, er soll sich mit dir geeinigt haben, aber... Geh mir aus dem Weg. Aus dem kriegt ihr eh nichts mehr raus. Der krepiert. Ja, dann können wir ihn doch uns angucken, wenn er krepiert, oder? Wo ist der? Halt endlich die Schnauze da unten! Guck, der Fieberkranke schläft. Wach auf, du Arsch! Wirst noch früh genug ewig schlafen! Ist er das? Lebt er noch? Den haben sie ja zugerichtet. Er hat etwa ein Dutzend Brüche. Ich brauche deine Hilfe. Was soll ich tun? Der Zauber ist sehr schmerzhaft. Wenn er sich sträubt, könnte ich ihn töten. Dann stelle ich ihn mit dem Axi-Zeichen ruhig. Genau. Okay. Die Schnepfe ist ja ganz nass. Hey, Schnepfe! Wirst du bei meinem Anblick feucht? Hey! Mach dich bereit, Schnepfe. Bald steigen wir zu dir runter. Was für Schnepfe? Was labert ihr hier? Meint die ihr Triss die oder Schule was? Der halt gut die Gosch. Ich muss jetzt den Axis anwenden. Und los. Okay. Ich halte ihn stabil. Heile ihn. Los. Okay, geschafft. Das wird nichts. Da kannst du lange warten, du Hurensohn. Ich bin kein Verräter. Er fantasiert. Fahrt gern. Wo bin ich? Auf der Gefängnisbarke in Flotsam. Auf der Barke der Verdammten. Dann ist es aus mit mir. Wir müssen zu Jorvet gelangen. Wie haben sie dich gefangen? Wir kämpfen gegen Loredo. So wie du. Wie haben sie dich gefangen? Wie konnten Loredos Soldaten Jorvets Stellvertreter erwischen? Die hätten mich nie erwischt, wenn ich nicht verraten worden wäre. Bei den Scoia'tael versteckt sich ein Hexer. Da ist ein Hexer in Jorvets Abteilung. Und wie jeder Deune hat er sich schließlich als Abschaum erwiesen. Aha. Was ist geschehen? Er hat uns verraten. Wir haben uns getroffen, wo die Rosen der Erinnerung wachsen. Er hat mir eine Abmachung vorgeschlagen. Ich hätte es wissen müssen. Rosen der Erinnerung? Ja, die letzten. Er dachte, für das Kommando über die Truppe würde ich den eigenen Bruder verraten. Da lag er falsch. Und es kam zum Kampf. So etwas habe ich noch nie gesehen. Kein Mensch kann sich so schnell bewegen. Ein Massaker. Ich war der Erste, der zu Boden ging, deswegen lebe ich noch.
Ich wäre verblutet, hätten Loredos Männer mich nicht gefunden. Mhm. Leto wird Jorvet töten. Und dann zerfällt alles. Viele Opfer, so viel Leid und alles umsonst. Leto. So heißt er also. Leto hat Folteris getötet. Warum will er Jorvet töten? Was plant Jorvet? Was nützt dem Deune Jorvets Tod? Er hat uns eben benutzt. Und als Jorvet nicht mehr nützlich war, ich weiß nicht, was er eigentlich will. Leto ist der Königsmörder? Ja. Was will Jorvet? Warum gerade Flotsam? Fick doch deine Faust. Sehr nett. Nur ich kann Jorvet warnen. Sprich, ich bin auf eurer Seite oder ich bring dich um und dann wird niemand Jorvet helfen. Es gibt keinen Ausweg. Sag es mir oder ich bringe dich um. Nein. Wenn ich sterbe, wird Jorvet die Wahrheit nie erfahren. Flotsam ist erst der Anfang. Wir sind keine Banditen. Wir kämpfen um die Freiheit. Wenn die Zeit gekommen ist, nimmt Jorvet die Herausforderung an und wir ziehen aus dem Wald in die Schlacht. In welche Schlacht? Das hat er nicht gesagt. In dem Fall erfahre ich es von Jorvet persönlich. Das will ich sehen. Das genügt. Leb wohl. Wir haben, was wir wollten. Und jetzt? Jorvet. Und wenn Jorvet es schon weiß? Dann erinnere ich ihn an das alte Sprichwort, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Warne ihn, Gwynblade. Jorvet kämpft, weil er das am besten kann. Er ist ein Enseide, ein echter, freier Enseide. Einer der Letzten. Dieser Kampf hat einen Sinn, jetzt mehr denn je. Es gibt noch Hoffnung. Wovon redest du, Kiaran? Was für Hoffnung? Auf Veränderung, auf ein besseres Morgen. Ich werde es nicht mehr erleben. Sie bringen mich auf diese Barke und dann gehe ich hin, wo die Apfelbäume blühen. Aber ihr müsst Jorvet warnen. Yennefer sagt, dass Ciri von uns gegangen ist und nun glücklich in einer besseren Welt lebt. Zuvor hat sie uns die Malus-Insel geschenkt. Unsere Insel. Wir verlieren das Zeitgefühl. Die Menschen halten die Geister der wilden Jagd für unbesiegbar. Sie rasen über den Himmel, Schwerter aus Blitzen und bleichen Händen. Sie entführen immer wieder Menschen, die dann ihre Reihen verstärken. Sie verbrennen den Obstgarten und die Hütte und zertrampeln unsere Insel. Sie entführen Yennefer. Ich muss sie retten. Zurück in die Wirklichkeit gelangen. Auf den Weg des Hexers. Äußerst komisch. Was war denn das? Geralt, ist dir nichts geschehen? Ich war auf der Malus-Insel, in den Nebeln, nach dem Pogrom in Riva. Ciri hat Yennefer und mich dorthin gebracht. Dann haben diese gespenstischen Reiter Yen entführt und ich habe sie verfolgt. Aber... Triss, es ist wichtig. Ich spüre, dass alles zusammenhängt. Als mich die Hexer vor einem halben Jahr halbtot bei Kaer Morhen fanden, hatten mich diese Reiter gejagt. Sie haben mich auch in der Vorstadt verfolgt und in Vysima, als ich den Großmeister getötet hatte. Nun weiß ich, dass das kein Zufall war. Kiaran sagt, dass hier die Rosen der Erinnerung wachsen. Cedric hat sie auch erwähnt, wenn das stimmt. Momentan sollte ich Jorvet im Walde suchen und keine Blumen. Könnte ich dir dein Gedächtnis zurückgeben? Was? Wirklich? Es sieht ganz so aus. Was auch immer deine Erinnerungen blockiert, es wird schwächer. Mit einem einzigen Blütenblatt einer Rose der Erinnerung könnte ich die Barriere vermutlich sprengen. Diese Blumen sind sehr mächtig. Dann muss Jorvet warten. Soll ich mitkommen? Ich gehe allein. Das wäre mir lieb. Naja gut, du könntest mir zeigen, wo sie gleich sind, dann muss ich sie nicht ewig im Wald suchen. Das würde mich freuen. Dann brechen wir auf. Cedric erwähnte ein paar alte Elfenbauten beim Wasserfall im Wald.
Lass uns dort anfangen. Bring uns hin. Okay, aber bevor wir losgehen, muss ich wieder mal meine Ausrüstung checken. Der Fieberkranke schläft. Und ein bisschen Ballast abwerfen. Also warten wir, bis es Tag wird. Wäre am besten. Hey, warte. Oder bist du wieder in dein Portal rein? Nein, okay. Ich dachte schon. Hier steht ja Folgetriss. Aber als erstes werde ich mich hinsetzen und ein bisschen Zeit abwarten. Bis es morgens ist, so, ja, genau, 9 Uhr, das passt. Da wird der Schmied bestimmt wieder arbeiten. Gut, gehen wir. Am Tage ist es sowieso Meister, besser zu jagen. Was ist in den Kisten da? Die Schätze des Königs. So, dann gehen wir mal kurz zum Schmied und verkaufen unseres Zeug, was wir nicht brauchen. Gucken, ob er vielleicht doch wieder neue Ausrüstung für uns hat. Ein besseres Schwert wäre nicht schlecht. Obwohl das Schwert, was wir haben, ist ja auch noch gut. Hi! Was kann ich für dich tun? Wie wäre es, wenn ich etwas kaufe oder verkaufe? So, was haben wir denn da? Spitzhacke. 13 bis 21 Schaden. Boah, der Schaden ist ja schon höher als beim Schwert. Ja, die verkaufen wir. Dann die Hose verkaufen. Die Handschuhe verkaufen. Das verkaufen. Die Rüstung. Das ist plus 7. Was ist meine allgemeine Rüstung? War plus 8, ne? Ja, die andere Rüstung ist noch immer besser. Das habe ich, glaube ich, schon mal gecheckt. Gut. Was kann ich denn noch verkaufen? Tränke? Nein. Bücher. Wofür brauche ich eigentlich das ganze Buchzeug? Ja gut, die sind nicht schwer. Das ist auch alles nicht schwer. Wie viel habe ich denn jetzt noch? 194. Vielleicht könnte ich auch mal hier... Die Tücher sind ganz schön schwer hier. Ich verkaufe mal ein paar Tücher. Aber nicht so viele. Ich verkaufe mal 20. 9 Stück behalte ich noch. Gut. Schon haben wir wieder etwas weniger Gewicht. Pechdraht ist nicht so schwer. Obwohl ich da auch ganz schön viel habe. Verkaufen wir 30 Stück. Die findet man ja wie Sand am Meer. Deswegen... Ertrunkene Gehirne brauche ich. Boah, das weiß ich nicht. Eisenerz, das ist immer... Das ist aber... Oh, das ist ja brutal schwer, Eisenerz. Ja gut. Verkaufen wir mal 20. Oder 30, so. So, dass ich noch 10 Stück habe. Leder, 20. Na ja, gut, verkaufen wir auch. Würde ich sagen, ja, 15. Ich glaube, so viel Zeug brauche ich auch nicht. Was haben wir denn hier? Öl, das finde ich ja in Hülle und Fülle. Es nimmt nur 6 Gewicht weg. Verkaufen wir bis auf 2 alles. Was haben wir hier? Das sind die ganzen Runen. Dann die Kiefer. Davon haben wir noch nicht so viel. Aber die Herzen sind auch nicht so schwer. Gut. 131 Gewicht. Ja, das ist ja gar nichts. Die wiegen ja gar nichts, die Rezepte. Was haben wir hier? Eisenrahmen. Das ist ein Quest-Gegenstand. Oh, dann muss ich die Quest suchen, weil dann habe ich die ja schon erledigt wahrscheinlich. Das ist auch ein Quest-Gegenstand. Ach, sind alles ja Quest-Gegenstände, stimmt ja. Gut. Spitzhacke. Die muss ich mir natürlich noch genauer anschauen. Jetzt schauen wir mal im Laden. Was hat der noch? Hat der noch anderes, neues Schwert? 11 bis 14? Ist das nicht das Schwert, das ich schon habe? Das timerische Schwert? Ja, das ist bestimmt... Ja. Ja, nee, das ist nicht so. 11 bis 14, 13 bis 21. Ja, dann probiere ich jetzt mal die Spitzhacke, würde ich sagen. Weil die sieht ja schon nicht schlecht aus. Hoffentlich macht die auch zusätzlichen Schaden. Ja, wenn nicht, dann nehme ich halt wieder mein Schwert. Ist aber gut gegen Menschen eigentlich, ne? Gut. Irgendwas wollte ich noch ganz kurz gucken. Was ist eigentlich mit der Trophäe? Kann ich die nicht verkaufen?
Die kostet aber nur 2 Orans. Naja, ganz ruhig. Behalten wir die noch. Okay. Das ist meine Spitzhacke. Ich will mal ganz kurz ziehen. Ah, sehr gut. Sieht eigentlich aus wie eine ganz normale Hacke, aber was soll's. Gut, dann mal gucken. Haben wir einen Talentpunkt? Dann schauen wir mal, was wir so hier machen können. Konter. Position. Gerald erleidet bei Angriffen von hinten nicht länger 200 Schaden, sondern nur noch 150. Das ist nicht schlecht. Distanz bei Ausweichen. Wir nehmen das da. Das hört sich gut an. Gut. Level 10. Okay, dann gehen wir mal zu Triss. Die Gute wartet ja schon auf uns. Okay. Wir gehen jetzt diesmal hier in den Wald, oder wie? Tatsächlich. Immer diese Ruckler. So, nun. Oh ja, da fängt schon wieder an. Guck's dir an, aber egal, ich hab ja nicht umsonst mein Silberschwert. Ah, Nummer 1 ist schon tot, hä? Zack, zack und tschüss. Hey, pass doch mal auf mit deinem Feuerball. Ich stehe hier auch noch. Kannst du nicht einfach mein... Oh, kannst du mich doch nicht einfach mit Feuer... Oh, Alter, wie viele sind denn da? Schon wieder. Also Triss, jetzt reicht's langsam. Schon wieder. Blöde Kuh, Mann. Pass doch mal auf, wo du hinfeuerst. Ja, hat jemand was liegen lassen? Ja, da... Nichts Interessantes. Wieder nur Zähne. Hey, warte doch auf mich. Ah, warte, was ist das? Oh. Vielleicht doch noch interessante Mutagene für mich. Lauf nicht so schnell. Ja, da sind schon welche, siehst du? Die warten nur auf uns. Nee, heute nicht, Freunde. Du scheinst ja wirklich zu wissen, wo es lang geht. Der Wald ist ja verdammt riesig. Oh, was ist das? Eine Falle. Ha, nicht mit mir, beinahe wäre ich reingelaufen. Hier entschärfen. Oh, aua, Mann, ich wollte die doch entschärfen. Verdammt nochmal. Ja, war klar. Nimm sie mit. Kann man verkaufen. Bärenfallen sind immer gut. Ich komme, Triss. Aha. Ein Neckar! Und schon ist er tot. Und da ist schon wieder eine Falle. Und ich bin schon wieder reingelaufen. Oder war das der Neckar? Nee, mach doch. Ach, Quatsch. Herrgott, nochmal. Hä? Nein, was macht er denn? So. Und jetzt einpacken. Mensch, einpacken. Genau. Und hier packen noch die Augen und die Gedärme ein. Hä? Wo ist der? Ey, in diesem Wald wimmelt's von Monstern. Triss! Triss! Ach da! Wie viele von denen laufen hier noch rum? Ja. Das interessiert mich auch, Mann. Gibt's ja nicht. Der ganze Wald ist voll. Alter Triss, wenn du mich jetzt noch einmal abknallst, schwör's dir, dann stecke ich das Schwert in den Arsch. Oh, was ist mit dem? Danke. 35 Orans. Der hat's nicht überlebt. Hast du sie gefunden endlich? Ein Glück, dass du hier bist. Ja, ja. Oh, mir scheint, das ist es. Der Wasserfall, der Main hier. Gehen wir den Weg dort drauf. Komplizierter konnten sich die Elfen das Leben wohl nicht machen. Mitten im wildesten Wald Gärten anlegen. Mecker nicht. Ist nicht mehr weit. Okay. Hier hoch, oder? Komm. Cedric hat mir eine schöne Legende über diesen Ort erzählt. Elfenlegenden sind meistens schön. Die Wirklichkeit allerdings weniger. Wir werden es bald erfahren. Gut. Hier muss doch irgendwo diese Rose sein oder diese Blume. Die Rose muss hier irgendwo sein.
Ich sehe mich mal um. Eldan und Zimri. Cedric sagt, Zimurils Schönheit habe sogar Francesca Fingerbeers übertroffen. Und die soll ja die schönste Frau der Welt sein. Cedric trinkt zu viel. Er hat die Sehergabe. Wenn er nicht ständig saufen würde, könnte er lernen, sie zu beherrschen. Aber er säuft ja gerade, weil er keine Visionen will. Kann ich sogar verstehen. Ah, da sind sie. Die Rosen. Oh, schau, dieses Paar. Wunderschön. Mhm. Ich verstehe nicht, wie die Elfen so grausam werden konnten. Der mit der Narbe war randvoll mit Hass. Du siehst doch hier, wie viel sie verloren haben. Die Menschen haben ihre Städte verbrannt, ihre Wälder abgeholzt und sie in Reservate gepfercht. Jorvet und seine Leute rächen sich. Nicht alle Elfen sind so. Kiaran sagte, es ginge um mehr. Meinst du, in seiner Utopie wären Menschen vorgesehen? Aber wir sind uns doch so ähnlich. Nein, Triss, das sind wir nicht. Seit Generationen lernen wir voneinander, aber wir sind trotzdem verschieden. Das ist einfach traurig. Wie dieser Garten. Schön und traurig. Gut, dann pflücken wir mal unsere Rose. Triss. Zimurils Rose der Erinnerung. Nach der Legende braucht sie einen Tropfen Blut, sonst stirbt sie. Verkaufen darf man sie auch nicht. Aber wenn du sie jemandem schenkst, den du liebst, lebt sie ewig. Sie ist für dich? Das wäre unpassend. Okay. Sie soll dein sein. Oh, Geralt. Du sollst sie haben. Ist an der Legende etwas dran, überlebt sie auch mit weniger Blütenblättern. Danke. Diese Statue meine ich, Glatzkopf. Hä? Lasst euch nicht stören. Die Orens werden für einen ganzen Monat im Puff reichen. Oder anderthalb. Woher hat die alte Vettel bloß so viel Geld? Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Erst diese Riesenhütte, dann noch Statuen im Garten. Was macht so ein Burgvogt eigentlich genau? Hey, Scheiße. Das kriegen wir ja gar nicht weg. Am Stück wohl nicht. Hauen wir die Beine und die Köpfe ab und schmeißen alles nacheinander auf die Karre. Moment mal. Schlag deinen eigenen Kopf ab, Trottelgesicht. Maul halten, Tussi. Wie bitte? Eile. Auf sie! Ach so, ihr wollt's wissen. Okay. Ja, zack. Was für Anderlinge. Ja, ihr wollt hier den schönen Garten zerstören? Ohne mich, mein Freund. Na, weißt du was? Ja, komm. Komm, lauf. Lauf rein. Was? Naja, gut. Das war der falsche Zauberspruch. Nimm mir mal Quen. So, was habe ich denn? Versuche es, mein Freund! Scheiß Banditen! Wollt ihr mal alles zerstören? Tschüss. Das war's. Beruhig dich, Triss. Oh oh. Pass auf! Nein! Oh. Was ist jetzt passiert? Triss, alles okay? Ja, sieht gut aus. Die Enceider haben solche Komplexe gebaut, bevor noch die ersten Schiffe der Menschen das Ponta-Delta befuhren. Die Elfen besitzen eine Empfindsamkeit, die den Menschen fehlt. Was für ein Reinfall. Offenbar sitzen wir fest. Irgendwo muss ein Ausgang sein. Du starrst so, habe ich was im Gesicht? Was tut sich in deinem Schädel, Hexer? Gar nichts. Verschwinden wir hier von hier. Wie wär's mit einem Bad? Ja. Ich glaube, ein Bad könnte dir nicht schaden. Dir auch nicht. So, so. Warum nicht? Amüsieren wir uns ein bisschen.
du Scheiße. Das ging schnell. Da hält ihn nichts mehr. Oh, 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 oh. Na dann, viel Spaß. Eine Hexerklinge. Leto kommt gerne hierher. Aber im Moment ist er nicht da, also können wir wieder gehen. Sie haben uns die Geschichte von Eldan und Zymoril gestohlen. Wie sie jetzt die Rosen der Erinnerung stehlen. Sie haben daraus ein schwachsinniges Märchen gemacht. Ein verwunschener Wald und ein entzückendes Elfenpärchen, das darin lebte. Bis dann ein Menschenprinz erschien auf einem milchweißen Ross. Bloede Däune. Wir Einzelne wissen, wie es war. Grenzenlose Hingabe, Aufopferung und Leidenschaft. Die Legende sagt, dass die Seufzer jener Liebenden in diesen Stein gebannt sind. Und nur Verliebte können sie hören. Singende Büsche, seufzende Steine, typischer Elfenquatsch. Oder hörst du doch was? Ach du Scheiße.